Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben jetzt gerade den Stein hier fertig geklopft. Hier nehmen wir noch ein paar kleine Steinchen, die so auf dem Boden rumliegen, mit. Ja, Baumstümpfe sind hier irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist das Biom zu klein dafür. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Vielleicht werden wir irgendwann der Straße da hinten folgen. Da sieht es nicht allzu hügelig aus. Sei nicht so laut, du. Da hinten sieht das Ganze nicht allzu hügelig aus. Das heißt, da könnten wir vielleicht noch eine weitere Stadt finden. Für die kleinen Sträucher nehme ich diese hier. So. Genau. Sehr schön. Wir haben schon 17.30 Uhr. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Da hinten. Im Trader in der letzten Folge hatten wir ein Schwein schreien gehört. Aber ich weiß nicht, wo es war. So. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Kommt alle mit. Sehr schön. Habe ich jetzt eine Wellness verloren? Oder waren wir die ganze Zeit auf 105? Ich habe gedacht, wir wären auf 106. Naja, okay, dann ist das jetzt halt so. Gut. Sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns, wenn wir auf Loot-Tour gehen. Außerhalb der Umgebung, wo wir jetzt schon aufgedeckt haben. Wenn wir dann Wüste finden würden, das wäre mega cool. Wegen Aloe Vera. Ich würde gerne diese Erste-Hilfe-Verbände herstellen können. Um, falls wir eine Blutung haben, sie stoppen zu können und gleichzeitig auch hochheilen zu können. Das wäre wirklich mega, mega cool. So. Nehmen wir hier den Stein mit. Jeder Schlag gibt schon ein bisschen Level. Das ist auch krass. Ja, wenn man wirklich so ressourcenintensiv sammelt, geht das mit dem Level recht schnell hoch. Ja, das geht recht schnell, finde ich. Das ist gar nicht mal so übel. Und wir kriegen jetzt viel schneller Ressourcen. Das ist einfach herrlich. Das ist wirklich mega, mega cool. So. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 96. Das ist, können, da können noch ein paar mehr sein. Das könnte definitiv noch ein bisschen mehr sein. Gut. So. Soll ich auch noch Clay mitholen? Kann man eigentlich immer gebrauchen. Oha. Mit der Stahlaxt. Stahlschaufel. Pro Schlag minus 10 Ausdauer. Das ist ja heftig. Tatsächlich, das ist minus 10 pro Schlag.
Naja, wir benutzen die jetzt einfach ein bisschen. Dann warten wir wieder kurz. So, nehmen wir diesen Teil hier noch mit. Genau, dann sind wir bei 336. Das passt. Das reicht. So. Du kommst mit, du kommst mit. Ein paar Nester wären auch noch cool. Oh. Wo bist du? Naja, okay, egal. Ihr habt doch auch einen gehört, oder? Keine Ahnung. Egal. Nest, Nest. Also, ist schon gelootet. Ist schon gelootet. So, nehmen wir hier den Baum noch mit. Ein Schwein! Du siehst irgendwie nicht ganz nett aus. Du siehst nicht sehr freundlich aus. Moment. Und du siehst krank aus. So, noch einmal, bitte, bitte, bitte. Wow, du Sau! Was? Boah, mach die Schaden. Boah, ey, krass. Die hat mich dreimal. Dreimal? Und sofort gekillt. Und ich war bei 105, das heißt, die hat über 30, 35 Schaden gemacht. Heftig. Krass, ey. Soll das so sein? Oder sind die overpowered? Naja, okay. Wir gehen unseren Sack holen. Unseren Rucksack. Und wenn die Sau da ist, dann werde ich mich definitiv freshen, ne? Das kann so nicht sein. So. Das finde ich definitiv nicht okay so. Wolf. Wir hatten die ganze Zeit kein einziges Tier. Und jetzt kriegen wir Sau, die mich killt. Wolf. Ja. Ich glaube, ich hätte nichts sagen sollen, was die Tiere angeht. So, wehe, du bist nicht mehr da, ne? Kleine Sau. Wehe, du bist nicht mehr da. Boah, das war ja noch weit. Krass. Ist die Sau noch da? Natürlich nicht, ne? Mann, das wäre mega cool gewesen, wenn wir jetzt Fleisch bekommen hätten. So, dann kriegst du jetzt meinen Frust ab. So. Das ist zwar wirklich heftig, ne? So. Ups. Genau.
Mann, schade, dass die jetzt weg ist, ne? Das ist wirklich schade. Ich hatte mich so auf ein bisschen Fleisch gefreut. Hätten wir uns Eier mit Speck herstellen können. Das wäre der Hammer gewesen. Aber okay, wenigstens haben wir jetzt ein Tier gesehen, beziehungsweise sogar zwei. Oder ist ein Fortschritte? Stimmt, da wollte ich auch irgendwann mal hin. Naja, jetzt ist es zu spät, also jetzt gehe ich lieber nach Hause und schaue, was ich dort machen kann. In der Hoffnung, jetzt nicht unbedingt noch einen Wolf zu treffen. Hier haben wir. Das haben wir auch schon gelootet. Ja, wir müssen definitiv weiter weg. Eine Loot-Tour machen, die nicht unbedingt hier bleibt. Wir müssen auch noch vieles in der Stadt looten. Wir hatten bis jetzt nur ein paar Häuser, wo richtig guter Loot drinnen war. Teilweise. Aber wir brauchen halt wirklich mehr. So, ich hoffe, dass der Wolf jetzt nicht mehr hier ist. Hier ist meine Hütte. Ich habe meine Hütte fast nicht mehr erkannt, weil das jetzt halt aus Cobblestone ist. Gut. Sehr schön. Hier den Stein machen wir noch weg. Genau. Hier werten wir ein paar Spikes schon hoch. Okay, gut, die sind jetzt nicht mehr ultra teuer zum Reparieren. Das ist gut. Das ist doof. So. Genau. Hier müssen noch ein paar aufgewertet werden. Und dann werden wir während der Nacht hier wahrscheinlich neue Spikes craften. Ich muss mal schauen, ob ich mir schon eine Workbench herstellen kann. So. Das müsste jetzt alles, genau. Das ist jetzt alles gut. Bäh. Hochrennen wäre auch nicht schlecht, ne? Ich habe gedacht, ich hätte da was gesehen, aber nö. Ich habe mich geirrt. So, hier zu. Er ist alles durchgebrannt. Das war jetzt ganz klug. So. Dann hier noch Clay rein. Das hier kommt hier rein, das auch. Munitionskiste hier. Kann ich mir hier noch Eisenpfeile? Ja, kann ich. Sehr schön. Hier habe ich auch noch 120. Okay. Ja, die hier kann ich eigentlich einschmelzen, ne? Da kriegt man Stein raus, oder? Was passiert, wenn ich das einschmelze? Geht das überhaupt? Scheint so, als würde das nicht gehen. Okay, nicht schlimm, dann scrappen wir die einfach. Was kriegen wir dann? Ah ja, okay, wir kriegen nur Holz raus. Das ist dann wahrscheinlich der Grund, wieso das nicht eingeschmolzen werden konnte. Gut, dann setzen wir hier die restlichen Federn hier rein. Dann wissen wir Bescheid, dass wir noch ein paar haben. Das hier kann hier rein. Genau, dann haben wir ein paar Samen zum Anpflanzen. Eisen und ja, ein bisschen Eisen behalten wir auch hier. Kleber kommt auch hier rein. Old Cash kommt in die Trader-Kiste. Die Moneten kommen auch da rein. Dann
Da, Medizin. Genau. Das hier, das hier. Und das Fass kann auch hier rein. Okay, genau. Wir haben einen Beaker. Was brauchen wir für Antibiotika? Flasche Wasser, Nitratpulver und schimmeliges Brot. Wie machen wir das schimmelige Brot? Kann man sich das herstellen? Okay, wir brauchen dafür eine Chemiestation. Habe ich denn schimmeliges Brot? Ja, 6 Stück. Und wir brauchten Nitratpulver. Und Wasser. Mit den Dosen geht das nicht mehr. Und Schnee haben wir auch nicht. Moment, wir probieren es einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass das mit Dosen funktioniert. Nee, das muss definitiv eine Flasche Wasser sein. Mist. Aber dann wissen wir wenigstens Bescheid, dass wir uns ein Antibiotika herstellen können. Wir haben 6 schimmelige Brote. Das heißt, das passt. Nitratpulver passt auch. Uns fehlt halt nur die Flasche Wasser. Und hier habe ich keine. Schade. Ja, das war doof, dass ich wirklich alles in Golden Watt verwandelt habe. Aber nun gut, es gibt halt Wellness. Aber dann wissen wir jetzt Bescheid, dass wir das nicht mehr machen. Dass wir wenigstens immer so, keine Ahnung, 10 oder 15 leere Gläser behalten und uns daraus dann zum Beispiel Antibiotika herstellen können. Weil wir setzen zuerst den hier rein. So, ansonsten kann ich jetzt nicht groß, also viel machen, ne? Außer trinken und essen. Das machen wir dann auch schon mal. Ja, ich trinke jetzt die hier leer. Und da kann ich auch nicht irgendwie das Wasser ausschütten und es in ein Glas überschütten, oder? Nee, das geht auch nicht. Ja, schade, dann kochen wir die hier noch. Genau, dann kochen wir die hier noch. So. Und dann können wir hier die Dosen scrappen. Ja, wir scrappen die einfach. So. Okay, du bist ausgegangen. Machen wir hier 10 Minuten. Das dürfte eigentlich ausreichen. So, genau. Dann essen wir auch noch was. Ja, schade, das mit der Sauna. Das ist wirklich schade. Es wäre mega cool gewesen, wenn wir die jetzt, ja, getötet hätten. Hätten wir jetzt Fleisch? Aber nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Dann ist das jetzt halt leider so. Ist schade, aber man kann da leider auch nichts ändern, ne? Genau, hier haben wir noch Seeds. Ja, hiervon habe ich auch wirklich so viele Seeds.
Da können wir, keine Ahnung, auf jeden Fall so 20 Stück anpflanzen. Die Blueberry Seeds können auch mit, Cotton Seed kann auch mit. Dann werden wir am nächsten Tag anpflanzen. Hier haben wir noch was zu essen. Genau, dann sind wir wenigstens auf 100%. Mit allem. Genau. Gut. Den Kochtopf brauchen wir ja eigentlich auch nicht, da wir hier schon einen haben. Genau. Dann kommst du hier rein. Und wir könnten dich eigentlich hier auch einschmelzen lassen. Und uns neue Gläser, Krüge ausschmelzen lassen. Müssen wir wirklich eine Wüste finden. Erstens wegen Aloe Vera. Zweitens, um Glas zu kriegen, also Sand schaufeln zu können, um dann das zu Glas zu schmelzen. Damit wir uns mehr Glaskrüger herstellen können, um dann mehr Wasser einsammeln zu können. Das wäre schon eine gute Sache. Hier können auch eingeschmolzen werden, falls das funktioniert. Klappt nicht so gut, ne? Und wenn wir hier so machen. Okay, doch, jetzt geht's. Es dauert ein bisschen seine Zeit, okay. So, dann haben wir hier wieder 15 Glaskrüge. Ich habe hier jetzt ja alle mitgenommen, ja genau. Sand haben wir ja nichts mehr, ne? Doch, wir haben Sand. Und da haben wir auch noch Sand. Bin ich doof oder was? Komm, die scrappen wir einfach. Ich bin ja total doof. So. Und Schießpulver, was macht das hier drinnen? Es kommt in die Munitionskiste. Ist sonst noch irgendwie was Falsches einsortiert? Nee, das hier passt. Hier passt auch alles. Wir können uns hier Fackeln herstellen. Genau, Fackel. Das dauert ja auch seine Zeit, ne? Dauert ewig. Holz bleibt hier. So. Brauchen wir den? Ich weiß es nicht. Der würde in der Schmiede 200 Eisen geben. Ich schaue mir auch noch an, Werkbank. 25 geschmiedetes Eisen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Schraubenschlüssel haben wir. Mechanical Parts. Wie viele haben wir? 14. Dann müssen wir uns davon noch ein bisschen welche holen. Geschmiedetes Eisen haben wir 42. Mechanical Parts kommen auch schon mal raus. Schraubenschlüssel haben wir. Da würde ich den besseren benutzen. Haben wir auch schon Stahl irgendwie von einem Zombie bekommen? Nee. Schade. Und Clawhammer. Genau, da könnten wir uns hier erstmal Glaskrüger noch herstellen. Ah, 14 Stück, komm, das geht. Noch einen. Und dann hier geschmiedetes Eisen machen wir 50 Stück. Dann stellen wir uns zwei Clawhammer her. Ach
Gott, das dauert ja eine Ewigkeit. Zwei, weil wir dann hier die Axt scrappen können. Dann haben wir den Clawhammer zum Reparieren. Und dann einen Clawhammer für die Werkbank. Genau. Wie sieht's hier? Wir können wieder skillen. Sehr schön. Und wir haben 0 Punkte. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was reinsetzen. Dann Athletik. Nicht. Das geht von alleine. Moment, ich habe hier so einen besseren Überblick. Das geht alleine hoch, das geht alleine hoch. Den hier werde ich definitiv irgendwann noch hochleveln, sobald wir die 10 Punkte haben. Werkbank haben wir. Den hier lassen wir vorerst mal sein und werden dann hier auf Stufe 3 gehen. Rüstungsschmied. Brauchen wir, denke ich, auch noch nicht. Sechzehn Punkte für die zweite Stufe. Das ist schon krass, ne? Wow. Noch ein Level und wir könnten uns einen besseren Secret Stash leveln. Aber das kostet auch 8 Punkte. Ist schon da teuer, das Ganze, ne? Den hier will ich auch irgendwann hochleveln. Aber vorerst geht das Ganze. Wobei, wir sind jetzt einmal gestorben, ne? Ja, einmal gestorben. Und das gibt ja, das nimmt jedes Mal 10 Wellness und Gesundheit weg. Ansonsten hätten wir jetzt gerade 108 und da wäre das hier ziemlich gut, um nicht auf 70 runterzufallen, sondern auf ein Minimum von 75, wenn wir dann einmal geskillt haben. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Wissenschaft, das kann noch warten. Oder brauchen wir das für die Werkbank? Chemiestation. Ja, das ist wahrscheinlich hier. Oder können wir die schon bauen, wenn wir alles hatten? Chemiestation. Das muss in der Werkbank erstellt werden. Und wir brauchen zwei Messbecher. Oh. Drei Kochtöpfe. 15 kurze Rohre. Schon teuer das Ganze, ne? Schon teuer. Ist jetzt hier schon wieder alles eingeschmolzen? Ja, dann behalten wir die kurzen Rohre. Das hier behalten wir auch. Und wir schmelzen das hier ein. Und das hier. Genau. So. Das war falsch. Du kommst in diese Kiste hier. Wenn wir wirklich 15 Eisenrohre brauchen für die Chemiestation, dann müssen wir das wirklich so machen. Genau. Hier ist alles leer. Er ist jetzt aus. 2 Minuten, da könnten wir noch ein bisschen Holz reinsetzen. Moment. So. Genau. Lassen wir das jetzt durchlaufen. Die Sachen für die Werkbank lege ich schon mal hier rein. So. Dann brauchten wir dafür noch Werkbank. Geschmiedetes Eisen, das ist da.
25 Stück. Ist vorhanden. Der Clawhammer ist da. Der Schraubenschlüssel ist da. Also geschmiedetes Eisen sind da. Uns fehlen noch ein paar Mechanical Parts. Schraubenschlüssel ist in der Kiste, Clawhammer ist in der Kiste und 50 Holz müssen auch noch dahin. Oha, ist die Nacht schon vorbei? Okay, gut. Ich pausiere dann hier kurz. Das war's für diese Folge. Wir haben wieder eine Überlängenfolge. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und schaut vielleicht beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.